Ja, guten Abend und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge OnSee 2 der Omnibus Simulator. Ja, wir sind heute auf da einer neu erschienenen Karte unterwegs, und zwar die Karte Euphrat-Rösrath in der Version 1. Ja, da haben wir viel drauf gewartet und ich bin auch schon eine Runde hier drauf gefahren, die Gegenrichtung, also von Rösrath Bahnhof 4 in der Richtung Immekäbel Haus Tal. Tal? Tal? Aber. Wartet mal. Das ist hier drinne? So an, naja, und wir fahren auch dazu mit einem neuen Bus, und zwar der EN06 aus Berlin ausgeliehen. Genau, Daumen und die Links dazu findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Mal die Elektronik, bin jetzt schon ein bisschen später dran. Na gut, zu erwarten, wenn ihr dort unten seid. Ja, wir fahren mit der Version mit den Almex. Genau, mit einer wunderschönen Tür hier. So ein paar Schonersigns mit dabei. Wir können das Lenkrad auch verstellen. Oder ja. Na gut. Ein bisschen hoch, genau. So, genau, das ist erstmal unsere Fahrbahn. Wir fahren einfach so ein Gewerbegebiet, dann drehen wir um und tun dann vorspulen. Genau. Starten wir mal Motor. Oh, das klingt schon geil, ne? Mit der Wagen Nummer 16. Also, naja, 1600. Und mit zwei Türen, also hinten innen Außenschiebe und vorne Innenschwenk. Mit einer LCD-Matrix, wie ihr hier schon seht hier. Die schimmer grüne Fläche. Ein bisschen Standlicht an. Genau. So. Hupe ist Standard. Ich finde natürlich den Innenraum sehr schön. Die Bezüge hier. So, fahren wir mal los. So. Das ist die erste Tour mit dem Bus. Ich bin ja schon mit einmal in A21 gefahren hier. Die Gegenrichtung. Und die war ganz nett, also man kann das fahren. Ja, natürlich, ich komme nie aus der Gegend, ich kenne mich hier nie aus. Ne, also ist so, ne? Muss mal gucken, wo der Pausenplatz überhaupt ist. War hier da hinten. Sollen wir mal drehen? Das dann nur wissen, so wie es aussieht. Ja, bitte wenden. Genau, das tun wir hier mal wenden. So, ich mit einem wunderschönen Spiegel, also würde ich mir in jedem Bus wünschen. Oh, jetzt kommen wir nie rum, jetzt kommen wir nie rum, jetzt kommen wir nie rum, oder? Was ist denn? Echt einmal, denke ich, wüsste man, wie man einlenken müsste. Ich zum Beispiel jetzt nie. Ich musste noch mal rückwärts fahren, aber passt ja noch. So, warten wir hier erstmal. Quatsch. Okay. So, jetzt fahren wir vor. Ich bin nämlich in die Worten. Fährt der Bus jetzt schon wieder nie? Stop! Irgendwas ist wieder falsch hier, oder? Na gut, wir haben noch 40 Minuten Zeit. Leute, fahren wir nochmal den Bus runter. Machen wir mal alles aus. Das ist irgendwie ein Bug bei mir jetzt.
Wollte nämlich vorhin schon mal eine Runde mit dem fahren. Ging nie. Der ist dann nicht mal losgefahren. Hier ist jemand, da gibt kein Standgas mehr. Jetzt irgendeine Bremse hat er. Aber ich weiß nicht, was für eine, ne? Aber die Pizzen ist hier unten, ne? Was ist das? Fahrzeug ist nicht einsatzbereit, ja, das stimmt, das können wir bereit machen. Irgendwas hat sich damit zu tun, Warum denn jetzt? Wollt ihr euch unbedingt hier bei dem Bus zeigen, aber... Wenn der nicht läuft, aber bei den anderen YouTubern läuft der ja auch. Der liefert auch. Wir können mal auf den Grund gehen jetzt. Ist hier irgendwas falsch? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir noch irgendwas machen? Müssen wir irgendwas noch einklappen? Ich finde das... Gibt es da noch nie gehabt, den Bus hier? Müssen wir ernsthaft nochmal den Bus wechseln? Dann wechseln wir halt den Bus nochmal. Bauen wir halt einen anderen Bus. Kann ich ja nichts machen, ist ja doof, ne? Das geht eigentlich gar nicht, also wir machten schon einen Boost, also der steht zwar drinne, das ist dort ein bisschen wenig Arbeit noch drinne steckt, weil irgendwas anderes noch ist, das steht auch im Turm, aber fürs Gas wäre da, also so viel Zeit ist wohl, das ist jetzt doof. Schon mal selbes Mal, dass ich heute den Bus wechseln musste. Der C1 von denen damals, der letztes Jahr rauskam, der funktioniert ohne Probleme. Du konntest bremsen, da konntest du die Türen noch machen, da konntest du halt schon bremsen, lief alles perfekt. Ach, naja. Das ist übrigens nicht die BVG, das ist eine. Naja, die mit dieser hässlichen Kasse, die nicht so schön ist. Halt sich ein bisschen an, weil ich mag eigentlich den Bus und das Sound war ja auch richtig cool. Da drehen wir aber gleich, oder nehmen wir gleich den Fahrplan an und drehen gleich so immer eine Runde. So tun wir woanders auf der anderen Seite gleich hinspawnen. Dass wir hier nie nochmal wieder hier rum und dann. Ne. Das heißt nicht, dass ich das nicht mag, aber. Pizza. Ja. Das ist hier Paint hier. Wo ist denn oh hier in der Hofdatei? Ich habe so viele. Ich habe schon dreimal. Okay. Da geht. Ist halt doof, ne? Die schönsten Busse, die gehen eigentlich gehen alle. Ne? Aber. Das darf, wenn ich die Haltestellenbremse betätige, nicht mal funktioniert. Das ist ja das, was mich wundert. Ich bin nämlich letztens gefahren, gestern oder heute, ich glaube heute war das. Habe ich die Türen, wollte ich X10 aufnehmen. Habe ich sogar eine kleine Rohaufnahme davon. Eine Rohaufnahme. Habe ich dann mal den Bus gewechselt, also habe gedacht, okay, nun Omsi-Bug. Ach. Selbes Mal den selben nochmal gespawnt. Ging trotzdem nie. Habe ich überlegt. Ging nie. Schreibt mir mal in die Kommentare, was es da für eine Lösung gibt. Oder ob ihr das auch hattet. Schreibt das unten mal in die Kommis rein. Das würde mich mal interessieren. Dass ich nicht hier der Inch bin, wo der Bus nicht funktioniert. Ich finde den Bus ja eigentlich geil. Die Innenreichsteigung und so weiter. Finde ich top. Die Sounds. Aber sowas. Weiß ich nicht. Das hat für den Freeware-Bus nichts. Hätte man gesagt, okay, das ist die Beta. Dann hätte man es da eingesehen. Aber das ist ja eine finale Version davon. Kann ich nicht mehr eins, da kann ich das sehe ich da nicht ein mehr. So, jetzt gucken wir mal, hier ist die Anfangshaltestelle. Muss man hier hinspawnen. Perfekt. Na,
Format bin ich schon durch Facelift. Der ist für mich natürlich selber gemodelt worden hier mit der Ferrero Go. Genau. Die habe ich mir aber selbst eingebaut, also das bedeutet, die habe ich mir aus den. Gibt es am um sie Forum oder so ein Zickes, glaube ich. Ne, Tutorials. Kann man sich die Albox runterladen, drauf schmeißen, die URL, diese komische, diese mit diesen Knöpfen, also keine Touch. Und immer hier die Ferrero. Ich habe die hier genommen, die sehr gut ist eigentlich und immer zuverlässig. Nehmen wir mal den jetzt und nehmen wir gleich mal Haustal, so die 12:20 fahren wir ab. 4:22:00 Route 1. Route 4. Rostrad Bahnhof, genau, Haustal. Matrix stimmt auch, ja. Rostrad. Machen wir schnell hier mal Screenshot. Was? Die Wupsi? Wird hier wirklich die Wupsi? Darf ich das verwenden? Nee, eigentlich nie. Nee. Wird wirklich die Wupsi? Krass. Oder vorhin habe ich bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht. Ich wohne nicht dort in der Nähe. Ich wohne in der Nähe. Ich wohne in Sachsen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich denke mal, das ist irgendwo in der Nähe von Köln. Ich will mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So, machen wir mal Schnee. Weihnachtswetter. Wenn das schon ein bisschen muggelig. Muggelig, also. Entspannt. Machen wir mal die Zeit auf 12. Was nehmen wir denn? 12:20 haben wir Abfahrt. Nehmen wir mal 18. Machen wir nämlich Motor starten. Der Fahrer kalt wird ja vorher zurück. Jetzt machen wir nie. Umluft. Das brauchen wir ohne jetzt. 12 Minuten wegen den Impuls vergeigt schon. Oh je, was haben wir denn für Ticketbäcke drin? Euro. Gut. Woher kommen sie? Hab ich ja perfekt eingepackt, ne? Perfekt gespawnt mit dem Vorsatz auf dem Bordstein. Ja. Also ich finde die KDR eigentlich sehr schön. Ne? Von der Gestaltung her, cool. Mal was. Neue reale Karte, also nur immer diese von ihnen M6, die habe ich gar nicht. Da musst du ja übelst viel runterladen. Das bin ich, habe ich keine Geduld dafür. Da, so, die Berlin-Karten sollte auch schön sein, aber das ist mir so viel zum Download. Du musst ja alles Mögliche downloaden. Du musst dann die Karte installiert haben von Berlin. Dann muss ich das Objekt laden. Das gibt es vielleicht gar nicht mehr. Du stehst ja da und der fällt dir ein Objekt, na toll. Ne? Wenn du vielleicht hast sogar ein Straßenobjekt. Hm. Auch gleich Abfahrt. Die können eigentlich nur mehr fahren, aber das wollen sie nicht. Die halt um die KI. Ja, jetzt warten wir bis wir Abfahrt haben. Jetzt warten wir bis wir Abfahrt haben, bis er hier behebt. Piepe! Geht doch. Die Karte ist auch eigentlich. Oh Gott! Ich wollte gerade Vollgas geben. Das hätte mich gewonnen, wenn ich unter der Garde gelandet wäre. Muss schon langsam fahren, ein bisschen wenigstens. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was wir ihr als nächstes sehen wollt. Schöne Ansagen sind hier in dem Quartec. Sehr gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr am Wochenende und einmal. Na gut, das kann ich auch am Wochenende mal in das Video sagen. Schreibt das unten mal in die Kommentare. Würde mich freuen, dass ich auch mal auf eure Wünsche eingehen kann, ne? Busreisen, Ufe, Grätscher? Grätscher. Ich hab schon nie gehört, Grätscher. Habt sie nicht so mit Namen aussprechen. Das ist ja euer Grätscher. Und das ist bestimmt, wenn die hier hinten wollen, dann kriegt das so hin. Auf den Kinder, haben wir hier Schiffe auf dem Kerl oder was? Verkauft euch auch wahrscheinlich doch Geld. Muss man 10.000 Kinder hier versorgen. Hallo. Hallo. Einmal kurz, schreckliche Schüler. Ey, warte kurz. Ein Euro? Mann, ist das hier billig. Ey, wenn wir das bei uns mal machen würde. Oh. Falsche? Einzelkind.
Achso, Kurzstrecke. Entschuldigung, Kurzstrecke. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Danke. Funktioniert auch die Karte. Das war, ich wollte die vorhin schon aufnehmen. Eigentlich heute an den Tag, am 10. Weihnachtsfeiertag eigentlich hochladen. Und der hat irgendwie, Omsi hat dann eine Marke gehabt. Aber dann habe ich rausgefunden, dass mein Monitor ein Problem hatte. Der ruckelt, der, also wenn ich mein, wenn ich zum Beispiel, warte mal, der Kurse, oh, Licht. Feuerwehr, ich bin sogar bei der Feuerwehr. Bei der Jugendfeuerwehr. Macht mir auch Spaß, wir hatten jetzt, machen wir schöne Dinge, Löschangriff und so weiter. Zurück zum Thema. Wollte ich hier fahren, war ich auf, weil hier am Busrader Bahnhof dort, wo die Linie dann endet, die wir jetzt fahren, wollte ich eigentlich die Rücktour machen in Richtung hier Dingsätze, Richtung Tal. Hat um sie geladen, gerade mal da. Das hat geruckelt. Ich habe gedacht, wieso ruckelt das jetzt? Du hast doch alle Objekte, du hast alles, was du brauchst. Gut, kann natürlich nicht sein, hab ich geguckt, du hast wirklich alles. Was du hier alles so brauchst und das, ne? Hat mich dann gewundert, okay, was machst du dann jetzt? Tust du Omsi auf Fälle überprüfen, meistens wird es dann wirklich nur Omsi backen, dass er Omsi wieder eine Macke hat. Hat sich aber herausgestellt, dass die Angriffe genauso schlecht scheiße liefen. Train Simulator etc. Da ist mir eingefallen, warte mal, Moment mal, das hast du schon mal gehabt. Hast du erst gedacht, oh, ein bisschen ruckelt, dann hast du nicht die anderen Spiele und dann waren die nämlich die anderen Spiele auch so Mist. Dann ist mir nämlich eingefallen, mein Monitor. Das war vielleicht mein Monitor wieder bei. Ich habe zwar neu bekommen, der eigentlich Blitze funktioniert und geil aussieht. Ist einer von HP. 1980 x 1080, ne, also Voll-HD, Voll-HD oder Dual-HD, ich glaube Voll-HD ist das hier, und habe ich mir gedacht, wieso geht es, ist es nicht, wenn der andere funktioniert, ist der Alter, ruckelt es, na gut, Pals, Mikro-Ruckler nennt man das, ne, wenn das nicht, zum Beispiel so hat es für uns nicht gelöst, ich hatte vor 30 FPS gehabt, also komm, der weiß schon, dass der Bus der scheiß Bremsseck hat, wenn schnell liegt. Naja. Hab ich den Steckung unten raus, wieder rein, dann ging's. Ich so, jetzt hast du Omsi, tust du das auf Hölle überprüfen, jetzt haben wir, kannst du für 10 Stunden abwarten. Toll, stand starr. Sie geht doch scheiß, du Schwachmaul. Du machst das, du hättest es da eher gewusst, Mensch, dann ist doch das Problem, dass man öfters mal auftreten tut. Ich muss, konntest ja gar nicht fahren hier. Hat der Bus ist zwar nicht hochgesprungen, hat auch nicht gebackelt, aber du konntest halt nicht fahren. Ja, die Performance hier ist halt. Eigentlich ist die ja relativ gut. Ist ja eigentlich nicht scheiße, weil es halt nur eine Linie, wo nicht so viel gebaut ist. Aber du schon. Aber. Ich weiß auch nicht, was der da hat. Das ist jetzt aber ein Omsi, typisches Omsi-Problem. Kann sein, dass ich hier die Ehen von der Anstellung, die mit dem Pollen mit eingestellt habe. Hallo. Jetzt habe ich das immer auf der 3 stehen und jetzt habe ich mal die 4 hochgeschraubt, weil das dann besser ist da. Aber wenn das so dann an die Performance frisst, dann muss ich mir überlegen, das wieder auszumachen. Weil es ja. Die ruckeln mit 10-15 FPS, ne? Zum Beispiel Ruhrgebiet, wenn du am Bottrop ZOB stehst, hast du 10 bis 15 FPS, so stehst du da und denkst, scheiße, das ist okay, kannst du nicht hochladen. Kriegst du Kopfschmerzen davon, weißt du? Jetzt geht's wieder. Halt ein Omsi-Ding. Genau. Ja, die Karte ist, glaube ich, heute Abend rausgekommen. Morgen kommt auch noch ein Video.
Da werde ich die Linie 63 zeigen, von Pillnitz nach Löbtau, die neue Dresden-Version, die 1.5er. Die gefällt mir auch relativ gut. Kommt. Ist ja halt real fiktiv, ne? Real ist der Streckenbau, fiktiv ist dann das ganze rumherum, als es bedeutet hier Objekte. Also hier sind Häuser, spannende Objekte. Auch ein paar eigene, glaube ich, sind mit dabei. Also solche kennen die meistens nicht, die zum Beispiel auf der 61 Richtung Fernsehturm sind. Die letzten 5 Haltestellen sind ein paar neue, wenn ich mich nicht irre. Die waren aber schon davor da. Also es müssen ein paar eigene sein. Ja, da denke ich, fahren wir mit dem C2 oder mit dem Facelift. Müssen wir nochmal gucken. Oder mit dem Standard Citaro, den habe ich euch einmal gezeigt im einen. Hier auf Alheim, wo ich dann den Nachtbus gefahren bin, habe ich dann einmal den Solo-Bus gezeigt. Den Gelenkbus und weitere habe ich gar nicht mehr dann gemacht. Dann habe ich eher so ein bisschen, wo Dresden rauskam, habe ich schon lange immer so ein bisschen Dresden. Ja, ich habe ja schon 2 Videos mit Dresden. Weil Dresden halt meine Heimatstadt ist und ich halt, oder na gut, Heimatstadt zwar nie hier, aber ja, ich wohne in der Nähe von Dresden. Ich finde eigentlich Dresden relativ schön. Ne, gerade die Altstadt drüben. Und da, gerade über den Winter, wenn man dort ist. Ich war nämlich letzte Woche am Montag, nämlich auf Meinersburg auf dem Dreselmarkt, der war so schön. Kannst du mir denken, ey, ganz ehrlich. Wieso ist das nicht immer so? Ne, natürlich hat noch was gefehlt, Schnee. Ah, gut. Wegen Schnee, das ist jetzt so nicht so. Was will denn der bitte mit einsteigen? Danke, dass du anhältst. Das ist ja der Ene ist vor uns gegangen. Oh, da geht's. Das sind die Alten gehen, aber die Jungen, die Kinder bleiben stehen. Muss Danke sagen, ne? Sind auch hier Polizei. Aha, hier ist die Polizei. Okay. Ja, ich finde es schön, dass solche Infopunkte hier sind, ne? Das zeigt man auch nie auf jeder Karte. Also vielleicht mal, wenn man auf der SBR90 auf Ruhrgebiet fährt, hat man mal Mitte, gut mal Mitte, glaube ich, hast du Obers oder Rathausmarkt, Rathausplatz, dritte, Gästenkirche, Rathausmarkt, doch Rathaus, nee, es war Hamburg, Rathausmarkt war Hamburg, aber ich bin lange nie auf auf Ruhrgebiet gefahren, das weiß ich schon gar nicht mehr. Die hab die zwar, aber ich hab Gladbeck und Ruhrgebiet herum. Nur wenn mal wirklich ein neues Linienupdate kommen soll. Ja, Düsseldorf soll und nichts mehr kommen. Die ist ja nicht geschafft, finde ich ja schon mal. Aber so wie es aussieht, jetzt kommt es bestimmt dann nie im Frühjahr oder am Wochenende. Die haben nämlich eine Umfrage gemacht, ob ihr das Gleis sofort, also ohne Bus, und der Bus kommt dann halt mit einem Update dazu oder gleich oder warten bis der Bus fertig ist, das wäre dann nächstes Jahr. Laufe des Februars, denke glaube ich, war das. Oder Januar, oder Laufe des Jahres kam das dann nächstes Jahr mit dem Bus raus. Ich glaube viele haben aber getippt, dass die den ohne Bus haben wollen. Ich habe also gedacht, ey Leute, man beschwert euch wieder, weil die Bebauung wieder Mist ist. Ne? Lassen wir erstmal ein bisschen machen, vielleicht kann er noch was umändern, weißt du? Also, finde ich Blödsinn, eigentlich sowas zu machen, ne? Mensch, Bremen Nord hat auch Jahre gedauert, bis das rauskam, und was ist jetzt? Das sieht super aus. Ne? Du hast Chrono-Events haufenweise, du hast jetzt ein Freeway, na gut, Freeway nie ein Update-Card davon bekommen, wie das aktuelle Bremen zeigen soll. Du und Metropole Ruhr wird da mal gebastelt, da wird da mal eine Verbesserung vorgenommen. Du auf Bremen wird alles fast verbessert. Ne? Wenn man das überlegt, was da in der Standardversion drin war oder ist. Und dann die Updates, die ganzen Updates, das von der alten Bremen Karte und die aktuelle von 2017, die Bremen Karte sieht. Sieht man einen riesen Unterschied. Ne? Oder die Bebauung. Realistisch nachempfundene Bebauung. Die keine spannende Objekte haben. Ne, du hast geile Busse. Solaris Sabino 4. Hm. Ja, ist vielleicht der ähnliche
richtige Bus, der hat aber, finde ich, das MAN-Dashboard halt nur ein bisschen umgeändert, ne? Vom Stadtbus natürlich. Weißt du, was machen? Du sollst denken, ich wollte jetzt bis die ersten Updates erst draußen sind. Oder bis so ein Zelt kommt, halt, wo. Ne? Denke ich meistens besser, als wenn du das sofort beim Release kaufen wirst, für 40 Euro. Was dürfte das Motor bestimmt auch wieder für 35 Euro ausbringen? Ja, das ist schön überland hier. Du bist. Das bin schon vor klein angeschliffen bisschen. Meine schönen Reifen. Ja. Aber was ich euch empfehle, ist die Karte Dresden und hier die Karte. Also die die Karte ist geil fürs Überland. Ne, jetzt ist zum Beispiel so. So ähnlich wie Tettau, nur Tettau hat Dörfer, hier hast du ein bisschen Überland, oder auch viel Überland. Ah, Rutsch! Ich hab schon nie, das ist Quatsch, dann reagierst die. Was wollen sie? Doch, die kommen damit, der Bus wird langsam dreckig. Oh, guck doch mal, wie der Bus aussieht. Oh, es ist dafür glaubt der Quatsch. Nee, ja. Hallo. Hallo. Wir haben so eine müde Verspätung, weißt du? Fast mit 50 durch die Landstraße. Das ist ein bisschen die Winterlandschaft. Ja, natürlich auch wieder Winter. Das sieht schon schön aus, ne? Berge hier hinten. Hügel. Überland. Dörfer. Städte. Infos. Ne? Bergische Landstraße. Fluss Sülz. Spitze. Das ist 1A, das ist doch was Pilver, ne? Pilver. Pilver hier Entwicklung, ne? Also Pilver Qualität. Würde ich für 10 Euro bei Heiligen verkaufen. Ne? Das hat halt was, ne? Natürlich noch ein paar mehr Linien dazu. Gut, mag sich überstreiten. Du hast dafür Szenarien wie bei Bremen Nord, hast du für Linien und da kannst du auch Szenario bedingt da machen und dort was machen. Ne? Dazu hat er auch solche Chrono-Events eingebaut. Finde ich sehr gut. Ne? Das ist immer ein bisschen abhängig. Wenn du mal sagen würdest, ich will mal 2015 fahren, fährst du halt 2015 auf was anderes. Ne? Auf selben Linie, aber mit anderen, halt anderen Endstationen. Guten Tag. Die jetzige, die wir hier fahren. Das ist ja die aktuelle. Also, Gruppe 2017. Ich habe aber 2019 eingestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt genauso aussieht oder was anderes aussieht. Aber ich finde die Karte, die ist schon gelungen, also Daumen hoch. Ja, das ist hast wenig Verkehr, du hast keinen Betrieb, du kannst dir Zeit lassen. Du kannst dir, guck mal, die Häuser hier. Das ist doch, diese alten Fachverkäufer, wenn die da beschmückt werden, wenn man so ein Chrono neu macht oder so ein Update für ein Chrono hier für Weihnachten und die Häuser so beschmückt worden und so ausrichten würde oder hier vielleicht schon alle Lampen. Du hättest geil auch noch geiles für die Weihnachtskrone, wenn du ein paar Shuttle-Linien dann für den Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, ob die hier Weihnachtsmarkt machen, aber so eine Idee, wisst ihr, so eine Idee halt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Für Dresden. Ja, aber wir sind halt in Dresden, wir sind jetzt hier drüben in den Westen. Öffrad. Mir tut es immer so leid, dass der BV der E06 nie funktioniert. Ich weiß es nicht warum. Weil andere funktioniert. Ich habe ohne gerade nochmal neu installiert gehabt vor der Aufnahme. Keine Ahnung, was da ist. Oh. Da halte ich, den Pass und die Schuhe nicht öffnen, so die Vorke zu gucken. Ja, Wohnpark, Hoffnungstal, ne? Hoffnungstal. Das ist aber nicht, wieso die das immer mit T-H-A-L. Tal? Oder aber anders, Tal? Einen normalen Fahrschein, bitte. 280, das ist ja. Haben die vielleicht auch Scheine dafür? Nee, ich hab im Facelift keine Scheine. C2 hätte ich schon, aber welche Opfer hier?
gemacht hätte. Zur Industrie, Hammers, cool. Aldi Süd. Ah, ja, Leute, nächste Woche ist schon. Was war das denn jetzt? Naja. Nächste Woche ja schon Jahreswechsel, ne? Hoffnungstal, Wonneplatz. Schon. Ne, erst gerade Sommer gewesen, geiles Wetter gehabt. Und dann schon wieder Winter. Winter kann man das jetzt nicht nennen. Ist halt kein Schnee. Wenn es mal öfters mal kälte, bei uns hat es mal einmal geschneit, aber es ist nie liegen geblieben. Es war so nasser Schnee, am nächsten Tag hat es sich gleich wieder geregnet gehabt. Ich wohne so am Osten, wo eigentlich ja, der Osten mit herkommt. Winter eigentlich typisch. Aus Russland die Kälte. Vielleicht kommt es ja noch nächstes Jahr. Hallo. Ich hoffe es. Generell schön, wenn man nur einen ordentlichen Schnee hat. Toll, danke. Draußen hast du Weihnachtsbeleuchtung, schneit nie. Letztes Mal hat es geschneit, 2010 hat es geschneit, das war auch Weihnachten und das war das Schönste, ne? Ein Rewe-Parkplatz. Nächste Haltestelle, Hoffnungstal, Schule. Die Häuser wieder. Sehr schön. Jetzt kommen wir ins Zentrum. Ortsmitte Zentrum. Ah, und hier ist die Grundschule. GGS. Hoffnungstal. Das ist eine Grundschule. Hallo. Kannst du mal gelten lassen. Eine schöne Grundschule. Hier vorne so ein kleines neues Gebäude und dann hinten die alten. Oh, hier könnte man, oh, wenn man hier Schulkinder drin so eine Schulbusfunktion einstellen würde. Ne? Oh, wir können hier gibt's gar nicht hier, ne? Schul. Muss ich nochmal die Widmen gucken. Hier wieder Parker, die falsch parken hier oder direkt an der Ampel. Nächste Haltestelle. Ach, so weit. Hoffnungstal, Rathausplatz. Rathausplatz? Das neue. Hat der neue Auto. Oder spinnt um sich schon wieder? Nee. Hat der neue Autos hingelegt? Ich weiß, ich hab schon nie gesehen hier. Das hier vorne oder ist das aus X10? Das ist aus X10. X10 glaube ich. Oder Bremen. Irgendwas verbieten. Na schön, dass die an die Nebenstraßen hier reinfahren. Das ist ein Umlenken. Naja, wo wir wollen ja aussteigen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Was mich mal umfreuen würde, das Innere sich mal die Arbeit machen tut, der auch auf meiner Nähe kommt, mal Meißen nachzubauen. Hier die Leute vom Landkreis Meißen, also so Meißen und die Umgebung vielleicht noch ein bisschen. Das wäre auch cool, ne? Das könnte man dann mit Dresden verknüpfen und dann könnte man eine Dresden-Linie machen, so eine fiktive, aber das wäre ja auch cool. Weil ich in Meißen relativ derzeit noch in der Schule zu drüben bin. Nur noch ein Schulkind. Busfahrer läuft hier. Okay. Ich habe schon das Pack habe ich schon hier reingemacht. Gibt es ja dieses von Games RV, dieses Menschenpack. Habe ich eigentlich gar nicht drin. Da ist der Busfahrer eigentlich auch drin, aber den habe ich eigentlich. Keine Ahnung, wo der Herr ist. B. Südoberberg.
AB26, Bahnbrücke, Hoffnungstal. Hallo. Ich wollte gerade sagen, Hoffnungstal. Der ja auch so gestern. Diese Rotphasen an der Rot. Im Winter müsste man die Ampeln ausschalten. So wie man meistens rutschen tut. Schon die letzte Haltestelle? 35. Na gut, mit da. Mit dem Buswechsel dann da drüben, dann halt 35 Minuten. Das dauert, weiß ich gar nicht. Begrüßung, hin und zurück, ganz kurz und vor. Bist du bestimmt so mit vor 30 Minuten eigentlich. 25 Minuten, wir haben 35. Nur weil wir diesen hässlichen Bus ausgewechselt haben, ich hab gedacht, naja. Wollte ich euch unbedingt vorstellen. Ja. Wir sollten es machen. Mal mit meinem wunderschönen Bus, wir haben eine schönere Anzeige jetzt. Die mit Orange. Oh, die finde ich cool. Feuerwehr. Geht's Bahn? Oh, ja, geil. Ernsthaft spitze gemacht. Die Arbeit muss man einfach loben. Das ist ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das sagen soll, nur. Also, das ist ja. Bewerberqualität. Ne, das ist ja. Schön gestaltet. Das ist alles liebes schön. Was. Als wenn ich so ein Silvester-Schwessel machen würde, die bei mir Platz. Ist die Rogel, dass hier am Bahnhof so übelst? Guck dir das mal an. Oder geht gleich wieder. Das geht wieder. Genau an dem Bahnhof hat das von uns genauso gehogelt wie jetzt. Ich weiß auch nicht warum. Das mit den Zügen so was Zug ist doch gar nicht hier. Das ist da. Hä? Also hallo. Hier hinten ist die Performance relativ schlecht. So, meistens ist das ganz das bisschen. Hast du 30 FPS hier, aber die anderen, die gemittelten FPS, sind übelst, die sind unter 10. Ich guck doch das ganze Game mal für Co. Ich würde fast sagen, ihr habt hier das Ende. Ich will das eigentlich echt gar nicht zeigen, aber ich war also. Ich war bestimmt kurz vom Ende hier, aber. Ne. Oder? Nächste Haltestelle. Ich fahr durch. Bahnhof. So, vorne ist der Bahnhof. Tut mir leid, Leute. Ich kann nicht. Kotzt sich genauso an, wieso das hier auf einmal so ruckelt. Bei der anderen Bahnhof hat das nicht so doll geruckelt. Oder bei den anderen, die das sehen. Gezeigt haben. Das ist bestimmt irgendwas mit den Zügen hier. Es trägt irgendwie an sie, aber vielleicht habe ich schon alles installiert. Ich gucke nochmal. Eigentlich habe ich diesen Flirt. Eigentlich habe ich den drin. Wenn hier gestanden ist, schon genau hier hat es dann so übelst geruckelt. Das weiß keiner warum. Jetzt geht's wieder. Ich hab keine Ahnung, was da war. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Abend euch noch. Schönen Morgen. Kommt auf einmal, wenn ihr das gucken tut. Oh, hier schwebt die Leute. Gut. Doch. Das ist vielleicht übel hier oder hier hinten. Oh, das ist ja mein blöder Zug. Komm, da was, da kann ich auslöschen. Plus 7 Minuten Verspätung? Auf Fahrt 0. Cool. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. Ja,